Acht Steine noch. Jetzt nur noch sieben für jeden einen. Und ja, hier fangen sie auch schon an rumzugehen. Das hier sieht wieder sehr interessant aus. Und die letzten Ziegel werden verbaut. Oh, er geht oben lang. Okay, dich können wir schon mal zum Quarry schicken. Dich auch. Dich auch. Ich sehe jetzt noch drei Leute mit Ziegeln. Du kannst auch schon wieder zum Quarry. Euch haben wir ja den Mach Steine draus Befehl wieder weggenommen, ja. Gut. Und es wird wieder dunkel. Quarry. Quarry. Steinchen. Quarry. Wie viel brauchen wir jetzt noch für hier? 69. Mit den 7 sind es 62. 10 Reihen sind 40. Nochmal 5 sind 60. Also werden wir einfach aus. Wobei, wie viel brauchen wir hierfür? 27. Ja gut, die beiden Türen weggerechnet sind 25. Gucken wir einfach mal. Erstmal füllt ihr mir hier jetzt schön wieder alle Steine auf. Die haben hier ein richtiges Labyrinth gebaut. Aber sie brauchen noch ein bisschen für den Abschnitt zum Füllen.
Was? Warum ist jetzt hier eine Treppe entstanden? Warum zur Hölle ist jetzt da auf einmal ein Treppending? Und ich find's lustig, dass sie wirklich draußen eine Treppe gemacht haben. War das schon die ganze Zeit da und ich hab's immer übersehen? Das kann gut möglich sein. Weil das so klein und unscheinbar war. Wir haben wieder krasse Lecks. Auf jeden Fall gehen wir jetzt voran. Also auch hier haben wir jetzt fast einmal. Also die Seite ist fertig, die ist fast fertig bis auf die Ecke. Oder ist fertig, wenn wir die Ecke zu der Seite zählen. Und die ist schon angefangen. Ja. Da ist gerade einer runtergefallen. Oder mehrere sogar. Nur wann sammelt das mal ein? Mann, Mann. Aber ja, zum Glück nicht mehr lang und der Berg ist auch Geschichte.
Drei Ebenen noch. Wie sieht's hier drüben aus? Immer noch ziemlich löchrig. Und diese komische Musik, die überhaupt nicht zu diesem Spiel passt. Okay, es ist wieder Hydra, die arme Sau. Die verirrten Steine einsacken muss. Mann, Mann. Noch nehmen sie zum Glück die Treppe. Rosalind, nimm den Stein mit, bitte. Danke. Gut. Aber ja, wie ich vermutet habe, das wird heute nichts mehr mit voll auffüllen. Davon
fehlt uns noch zu viel. Wir sind halt in der hintersten Ecke, am weitesten entfernt, deswegen dauert es halt, bis die Bricktrons das Zeug dahin geschleppt haben. Einfach mal, dass sie die drei da mal auffüllen. Aber irgendwie sträuben sie sich da noch ein bisschen. Hier können wir dann schon mal Cleaning Task machen. So. Und eigentlich die Treppe mal einreißen. Sieht immer irgendwie immer wieder cool aus, wenn so die Treppe ineinander zerfällt. So, wie sieht's hier drüben aus? Hoffe ich mal, dass jetzt gleich einer kommt und das füllt. Danke. Dann können wir nämlich hier weiterziehen. Sehr gut. Okay, jetzt würde ich aber sagen, auch wenn es schon wieder dunkel ist, ist es an der Zeit, einen Cut zu machen. Also Projekt 2, Safe Override machen. Und dann sehen wir uns gleich wieder.